Wer schon mal eine zu volle Festplatte auf C hatte, der ist bestimmt schon mal über den Ordner WinSXS gestolpert. Das ist ein Ordner, in dem Windows-Dateien für das Update, also für die Aktualisierung der Windows 10 oder Windows 11-Version ablegt. Warum du auf keinen Fall diese Dateien löschen darfst und wie wir sie am Ende aber doch löschen können, das zeige ich dir nach dem Intro. Was ist jetzt eigentlich das Problem mit dem WinSXS-Ordner? Das schauen wir uns doch mal im Detail an, indem ich hier einen Rechtsklick mache auf den Ordner und Eigenschaften klicke. Zum einen sehe ich, wo dieser Ordner verortet ist, nämlich unter C Windows WinSXS, und ich sehe auch, dass der 6,7 GB groß ist. Ich habe jetzt auch aktuell witzigerweise für dieses Video, das war nicht provoziert, sondern ich habe irgendein Problem, hier ein Update zu installieren. Vielleicht hilft uns ja das Bereinigen dieses Ordners. Was wir auf keinen Fall machen sollten, ist, diesen Ordner direkt zu löschen, um diese 6 GB wiederzubekommen. Das ist einfach viel zu gefährlich. In Windows 10 gab es dazu die Datenträgerbereinigung und wenn man die als Administrator ausgeführt hat, dann hatte man hier eigentlich den Punkt Windows Update zu löschen. Das gibt es jetzt aber nicht mehr. Und das finde ich ein bisschen bedauerlich, aber dieses Datenträgerbereinigungstool ist eh abgekündigt, also das war jetzt auch irgendwie zu erwarten. Eine zweite Möglichkeit, die uns Windows bietet, ist, wenn wir mal in die Einstellungen gehen, gehen hier links auf System und wählen dann hier unten Speicher aus. Hier gibt es dann die Möglichkeiten, temporäre Dateien zu löschen. Das ist im Prinzip der Nachfolger von diesem Datenträgerbereinigungstool. Schade ist aber, dass er mir hier zwar irgendwas mit Updates anzeigt, mir aber keine Option des Löschens hier bereitstellt. Also, dann versuchen wir es doch mal mit einer Anleitung von Microsoft, die eigentlich für Windows 10 gedacht ist, aber ich hoffe mal, die funktioniert jetzt auch für Windows 11. Ich wollte das bewusst vorher nicht testen, weil ich natürlich jetzt hier einen Ordner haben möchte, der auch gefüllt ist. Gut, also wir haben ein Problem mit Windows Updates, das haben wir ja schon gesehen, vielleicht ja, können wir es damit dann auch nochmal bereinigen. Den ersten Tipp, den uns hier Microsoft gibt, ist einfach die Aufgabenplanung zu starten. Versuchen wir das mal. Allerdings ist das eine sehr milde Methode des Löschens. Ich gehe mal hier runter. So, und dann sagt er mir hier, ich soll Microsoft, Windows und Servicing folgen. Und hier würde ich dann entsprechend etwas finden, und zwar Start Component Cleanup. Der ist auch tatsächlich gelaufen, 19:39 Uhr, ist jetzt aber schon ein bisschen her. Ich führe das jetzt einfach mit einem Rechtsklick einmal aus. Und dann sollten wir auch sehen, dass sich da vielleicht etwas tut. Was wir auf jeden Fall sehen sollten, ist hier diese letzte Ausführung. Dazu klicke ich mal auf Aktualisieren. Ausgeführt hat er es. Und wir schauen mal, ob wir immer noch hier die 6 oder 7 GB belegt haben. Tatsächlich hat sich jetzt hier erstmal nichts dran geändert. Also legen wir mal einen Gang zu und gehen hier ein bisschen runter. Hier gibt es dann noch diese Option. Und hier steht dann auch, was der Unterschied zur Option vorher ist. Es gibt hier keine Fristen. Es wird also wirklich dann alles gelöscht, aber halt eben über einen sauberen Weg und nicht einfach den Ordner zu löschen. Dazu starte ich jetzt das Windows Terminal als Administrator. Das kann ich dann hier oben sehen und kopiere einfach diesen Befehl rein. Dazu nochmal hier auf Kopieren, das Terminal öffnen, Rechtsklick und einmal Enter. Windows sagt uns jetzt, dass der Vorgang erfolgreich beendet wurde. Wir schauen uns also unseren Ordner nochmal erneut an, ob sich hier tatsächlich an der Dateigröße was getan hat. Es hat sich ein bisschen was getan, aber ein großer Wurf war es jetzt immer noch nicht. Wir schauen mal weiter, was es hier noch zu tun gibt. Es gibt hier noch eine Option. Diese führt dann dazu, dass alle veralteten Versionen der einzelnen Komponenten aus dem Komponentenspeicher entfernt werden. Klingt komisch, ist aber so. Auch das war jetzt richtig schnell fertig und ich schaue nochmal in den Ordner rein. Das hat jetzt kaum etwas gebracht. Also wir sehen, es gibt immer noch viel Zugriff auf diesen Ordner, deshalb kann der nicht einfach gelöscht werden. Es gibt aber noch was, was uns hilft, und zwar bietet Windows ja die Option der Deinstallation von Updates an. Das ist ein recht neues Feature, gab es früher nicht, aber auch hier können wir nochmal versuchen, Speicherplatz zu gewinnen. Ich gebe nochmal den dritten Befehl hier in der Reihe ein
Und hier sagt er mir, es wurden gar keine Service-Pack-Sicherungsdateien gefunden. Naja gut, Windows 11 hat jetzt auch noch keinen Service-Pack. Gut, also viel mehr kann man da jetzt nicht tun und man muss jetzt erstmal damit leben. Mein ursprüngliches Update-Problem, also die Installation des Updates, hat sich jetzt durch das Löschen nicht lösen lassen. Viel konnten wir jetzt in meinem Fall auch nicht löschen. Das heißt aber, dass die Dateien auch da drin bleiben müssen und man muss einfach mit der Größe des Ordners leben. Welche anderen Methoden Windows 10 und auch Windows 11 bieten, unnötige Dateien zu löschen, das zeige ich dir jetzt im Abspann.